Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 23, zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz. Die Fraktion der CDU-CSU hat den Entschließungsantrag auf Drucksache 3758 zurückgezogen. Damit entfällt folglich auch die hier ursprünglich vorgesehene namentliche Abstimmung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne jetzt die Aussprache. Und das Wort hat für die Bundesregierung der Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Wir befinden uns in einem Energiekrieg. Knappheiten beim Gas werden zu einer Waffe gemacht. Diese Waffe wird gegen uns eingesetzt, gegen unsere Wirtschaft, gegen die Menschen in diesem Land. Das Ziel ist klar. Es soll unser Wohlstand erschüttert werden. Es soll unsere wirtschaftliche Struktur getroffen werden, um am Ende dafür zu sorgen, dass unser gesellschaftlicher Zusammenhalt erodiert, mit der Absicht, dass die Solidarität dieses Landes gegenüber der Ukraine endet. Das ist das Kalkül von Putin. Wir senden das klare Signal aus, er wird mit dieser Absicht scheitern. Wir setzen unsere wirtschaftliche Stärke ein, um die Menschen in diesem Land und unsere Wirtschaft zu schützen, um das zu bewahren, was Menschen sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, an persönlichem, aber auch an gesellschaftlichem Wohlstand. Unseren Mittelstand, die Industrie, all das, was soziale Sicherheit und wirtschaftliche Stärke in diesem Land ausmacht. Die temporäre Senkung auf die Umsatzsteuer für Gas und im Übrigen auch Fernwärme fügt sich ein in ein Maßnahmenpaket, das die Bundesregierung in den vergangenen Wochen und auch in dieser Woche am gestrigen Tag noch einmal präzisiert hat. Die Gaspreise steigen, und der Staat darf nicht Profiteur davon sein, dass für die Menschen das Leben teurer wird. Wir unternehmen alles. Wir unternehmen alles, um die Gaspreise insgesamt zu reduzieren. Der Bundeskanzler ist im Ausland unterwegs, um langfristige, günstige neue Lieferquellen zu erschließen. Wir nutzen die mit öffentlichem Geld aufgebauten Gasspeicher jetzt im Winter, um ebenfalls Marktsignale zu senden, indem wir auch wieder ausspeichern. Wir sorgen für Energieeffizienz, und wir beraten gerade heute übrigens auf der europäischen Ebene über andere gemeinsame Maßnahmen. Der Gaspreis muss insgesamt runter. Aber er wird immer noch so hoch bleiben, dass er für die Menschen und die Wirtschaft eine Belastung darstellt. Und deshalb leistet der Staat seinen Beitrag dadurch, dass er seine Steuerlast auf diesen Gaspreis reduziert. Wir haben entschieden, auch die Fernwärme mit einzubeziehen in diese temporäre Steuersenkung. Und damit werden weitere 2,1 Milliarden Euro Entlastung gesamtstaatlich für die Laufzeit dieser Maßnahme den Menschen als Vorteil zuteil. Verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Maßnahme heute fügt sich ein in den von der Bundesregierung vorgeschlagenen Abwehrschirm gegen diesen Energiekrieg. Wir mobilisieren 200 Milliarden Euro über die Ertüchtigung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, zweck- und zielgerichtet für Maßnahmen, die im engen Zusammenhang mit dem Energiekrieg stehen. Es geht nicht darum, allgemeine Vorhaben, so wünschenswert sie auch seien, der Ampelkoalition zu verwirklichen, sondern es geht darum, jetzt solidarisch mit den Menschen in diesem Land zu sein und unsere wirtschaftliche Stärke zu mobilisieren, um sie für die Zukunft zu erhalten. Damit senden wir gewissermaßen ein doppeltes Signal. Das erste Signal ist an Putin.
dass wir uns nicht in unserer Haltung erschüttern lassen, sondern dass wir eine All-in-Strategie wählen, um unser Land zu schützen. Es ist aber auch eine zweite Nachricht. Es ist eine Nachricht an die internationalen Kapitalmärkte. Wir stellen einen Abwehrschirm auf, um uns zu schützen. Hinter diesem Abwehrschirm aber werden wir weiter auch mit den Regeln der Schuldenbremse wirtschaften. Ein klares Signal an die Kapitalgeber auf der Welt, an diejenigen, die deutsche Staatsanleihen kaufen. Der Goldstandard der Staatsfinanzierung wird weiter Deutschland sein. Hinter dem Abwehrschirm bleiben wir solide. Und damit ist ein Signal gesendet, dass wir in der Kontinuität der deutschen Stabilitätspolitik verbleiben werden. Hinter diesem Abwehrschirm schützen wir nicht nur unsere Staatsfinanzen in der langfristigen Kontinuität. Wir erneuern auch unsere Energieversorgung und bringen alle Kapazitäten ans Netz, die wir haben. Kohle, wir beschleunigen den Zubau der erneuerbaren, von mir sogenannten Freiheitsenergien. Und wir sind auch Schritte gegangen, um Kernenergie für diese Krisensituation zu mobilisieren. Wir haben zum Zweiten die Notwendigkeit, unsere Wirtschaft zu stärken und zu erneuern. Denn das neue Normalniveau der Gaspreise wird höher sein als das, was wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gehabt haben. Wir nutzen also jetzt den Abwehrschirm mit der temporären Subventionierung von Energie inklusive Senkung von Umsatzsteuer, um dahinter das deutsche Geschäftsmodell zu erneuern. Dafür mobilisieren wir auch im Bundeshaushalt Rekordinvestitionen. Aber das alleine wird nicht reichen. Die Wirtschaft selbst muss sich ja erneuern. Der Beitrag, den die Politik dazu leisten kann, ist, sie nicht zusätzlich zu beschweren und zu fesseln. Und deshalb gehört zu diesem Abwehrschirm. Und deshalb gehört zu diesem Abwehrschirm, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch, dass zumindest die Bundesregierung auf unverhältnismäßige zusätzliche Bürokratielasten während der Zeit der Krise verzichten will. Wir haben ein Belastungsmoratorium verabredet. Ich glaube, sinnvoll wäre, über den Verzicht auf zusätzliche Belastung auch die gegenwärtigen Belastungen und Fesseln in den Blick zu nehmen. Da gibt es noch unverändert viel zu tun, was uns bremst. Alleine beim Fuel-Switch, beim Wechsel von Energieträgern, haben wir unverändert so viel bürokratische Fesseln, die uns bei der Transformation bremsen. Es wäre ein guter Rat an uns, diese Fesseln zu lösen. Vielen Dank. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat hier eingeführt, temporäre Umsatzsteuersenkung auf Gaslieferungen. Die wird es nämlich geben, obwohl es die Gasumlage nicht gibt. Es war ja mal ein Jungtim, aber jetzt hat die Regierung gesagt, wir entlasten die Bürger auch an dieser Stelle. Matthias Mittelberg jetzt für die Union. Das, was wir heute diskutieren, die Absenkung der Umsatzsteuer auf Gas, ist richtig. Wir hätten das schon viel früher diskutieren können, denn wir haben das hier im Hause schon als CDU-CSU-Fraktion im Februar beantragt. Da waren Sie damals noch dagegen. Das ist jetzt, dieses Ding ist jetzt dann irgendwie die Notlösung gewesen, weil Sie dann festgestellt haben, dass Sie mit der Gasumlage die Verbraucher zusätzlich belasten. Und dann haben Sie sich was überlegt, wie Sie diese Belastung durch eine gewisse Entlastung wieder ausgleichen können. Dadurch haben wir jetzt hier diese Debatte. Aber immerhin. Das Ganze beruht auf Ihrer Fehlkonstruktion Gasumlage. Das haben Sie jetzt glücklicherweise erkannt. Ich will gar nicht die ganze Geschichte wieder hervorrufen. Zweimal haben wir hier die Gasumlage zur Abstimmung gestellt. Zweimal haben Sie für Ihre Gasumlage gestimmt. Jetzt haben Sie erkannt, dass die Gasumlage, was soll man sagen, Mist ist, untauglich ist, eine Fehlkonstruktion ist. Sie beerdigen heute Ihre Gasumlage einen Tag, bevor sie morgen in Kraft getreten wäre, und sind stattdessen zu der Auffassung gekommen, eine Gaspreisbremse, eine Entlastung der Bürger sei sinnvoll. Dazu allerdings sagen wir dann tatsächlich herzlichen Glückwunsch. Wir hätten uns gewünscht, diese Erkenntnis wäre Ihnen doch früher gekommen, und zwar deutlich früher. So. Diese Entlastung der Verbraucher, die heute hier zur Debatte steht, ist wichtig. Aber ein großer Wurf ist dieser Schritt nun tatsächlich nicht. Der Bundeskanzler, es ist so, wie es ist, die Gaspreise. Der Bundeskanzler hat doch hier vorgerechnet, es wäre jetzt eine ganz tolle Entlastung.
Und das ist natürlich völliger Käse, weil die Leute sind jetzt mit dem 3-, 4-, 5-fachen Gaspreis konfrontiert. Und wenn sie vorher eine Gasrechnung hatten mit 1.000 Euro und haben darauf 19% Mehrwertsteuer gezahlt, dann mussten sie 190 Euro Mehrwertsteuer zahlen. Wenn Sie jetzt die dreimal so hohe Gasrechnung von 3.000 Euro haben, dann zahlen Sie zwar nur 7%, das sind dann aber 210 Euro Mehrwertsteuer. Das heißt, Sie zahlen am Ende sogar mehr Mehrwertsteuer. Und das ist ja Ihr Problem, dass Sie permanent nicht verstehen, dass Sie an dieser irren Inflation, die stattfindet, an dieser wahnsinnigen Inflation, die stattfindet, haben Sie doch permanent massive Mehreinnahmen. Das müssten Sie den Bürgern mal ehrlich sagen. Also in vielen Bereichen brauchen Sie gar keine Schulden machen, sondern Sie müssen nur intelligent mit den Mehreinnahmen umgehen und die nicht ständig in Gießkannenprogrammen verpassen. So, und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Kern. Sie haben da jetzt ja ein ganz tolles 6-seitiges Papier vorgelegt. Der eine sagt Abwehrschirm, der andere sagt Doppelwumms. Da müssen Sie sich jetzt noch einigen über die Terminologie. In erster Linie ist dieses Papier zum jetzigen Zeitpunkt nichts anderes als ein Schuldenwumms. Das sage ich Ihnen mal ganz deutlich. Wir haben 200 Milliarden neue Schulden, die Sie ins Schaufenster gestellt haben. Was Sie aber damit finanzieren wollen, ist völlig unklar. Es gibt auch gar keine Kalkulation oder irgendeine Berechnungsgrundlage, die nachvollziehbar wäre. In den entscheidenden Punkten, Gaspreisbremse, ich meine, immerhin haben Sie das jetzt erkannt, dass Sie eine Preisbremse brauchen und keine Umlage. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch, nach vielen Wochen und Monaten. Aber wie Sie jetzt diese Gaspreisumlage umgestalten wollen konkret, da steht doch nichts in Ihrem Papier. Wie die Strompreisbremse aussehen soll, da steht nichts in Ihrem Papier. Wie Sie jetzt konkret Betriebe und Unternehmen stützen wollen in der Krise, wie viel Geld die zu erwarten haben, wie viel Preisentlastung, dazu steht nichts in Ihrem Papier. Das ist leider die Wirklichkeit. Dann führe ich eben mit Ihrem Kollegen von der FDP draußen ein Interview, der dann noch sagt, die Kernkraftwerke müssen weiterlaufen. Alles klar, aber dazu steht nichts in Ihrem Papier. Sie haben gestern, um das noch mal klar zu sagen, nichts anderes als 200 Milliarden Schuldenwumms präsentiert. Wir warten jetzt aber immer noch auf den Wumms, der dann irgendwann kommt, wo Sie konkret sagen, welche Maßnahmen Sie damit finanzieren und umsetzen wollen und wie Sie die Bürger in diesem Land entlasten wollen. Das weiß bis zur Stunde keine Socke. Das ist die Wirklichkeit. Sie haben Fehler über Fehler gemacht, bisher in dieser Krise, und das ist wirklich traurig genug. Das muss man einfach mal in Erinnerung rufen. Sie haben den ganzen Sommer über verdaddelt mit Ihren internen Streitereien. Jetzt verweisen Sie auf Ihre Expertenkommission. Ja, die hätten doch schon längst fertig sein können mit der Arbeit. Die hätten Sie schon vor Wochen einsetzen können. Dann hätten wir die konkreten Vorschläge auf dem Tisch. Und die richtige Reihenfolge wäre doch gewesen, Sie hätten die Experten arbeiten lassen, die machen Vorschläge, und dann unterhalten wir uns darüber, was die Vorschläge kosten. Jetzt sind Sie doch panisch den anderen Weg gegangen, weil Sie gesehen haben, oh Gott, da kommt jetzt die Gasumlage, diesen Blödsinn, den wir beschlossen haben, der tritt morgen in Kraft. Und deswegen müssen wir in dieser Woche ganz schnell panisch noch einen anderen Finanzierungsweg aufzeigen. Deswegen sind Sie doch in diese Panik verfallen, in dieser Woche diese Pressekonferenz zu machen, wo Sie nichts Konkretes mitteilen, außer dass Sie 200 Milliarden Schulden machen. Diese Aktion hätte komplett andersrum laufen müssen. Sie hätten jetzt ganz konkret sagen müssen, was machen Sie Gaspreisbremse, was machen Sie konkret mit der Strompreisbremse, wie fördern Sie die Unternehmen in Deutschland, wie machen Sie wirklich diesen Abwehrschirm konkret, und dann hätten Sie sagen müssen, wie kriegen wir jetzt ganz zügig mehr Kohlekraftwerke ans Netz, um das Angebot zu vergrößern, was machen wir ganz konkret mit den Kernkraftwerken, und da sage ich Ihnen auch, das ist naiv und unverantwortlich, gerade was die Grünen in Niedersachsen machen. Das sage ich Ihnen mal ganz deutlich. Wir sind in der größten Energiekrise Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Situation darf man überhaupt nicht auf die Idee kommen, auch nur irgendein Kraftwerk abzuschalten. Und zwar völlig egal, wie es betrieben ist. Ob mit Kohle, mit Kernkraft, spielt überhaupt gar keine Rolle. Sie dürfen jetzt kein einziges Kraftwerk abschalten. Das ist die Wirklichkeit. Der nächste Winter wird schon heftig genug.
Der übernächste wird wahrscheinlich noch heftiger werden, weil wir dann nämlich nicht volle Speicher haben, die wir noch mit russischem Gas vollfüllen konnten. Und deswegen ist es noch unverantwortlicher, wenn Sie jetzt Kraftwerke abstellen wollen. Wir warten immer noch auf Ihre konkreten Vorschläge, wie Sie das Problem lösen wollen. Bisher ist nur Schuldenwumms und keine konkreten Vorschläge. Matthias Middelberg, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Es ist bisher nur Schuldenwumms, hat er gesagt. Und er selber, muss man noch dazu sagen, kommt aus Niedersachsen. Und in der Tat, diese niedersächsische Landtagswahl spielt ja bei der ein oder anderen Überlegung sicherlich auch immer noch eine Hauptrolle. Tim Klüssendorf jetzt, Finanzausschussmitglied der SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Dr. Middelberg, ich hatte es schon in der letzten Sitzungswoche gesagt, dass ich mich eigentlich immer freue, in der Debatte auf Ihre Vorschläge einzugehen. Und ich kann mich nur wiederholen, auch in dieser Debatte habe ich keinen einzigen Vorschlag vor Ihnen gehört, wie Sie das besser machen würden. Sie haben uns insgesamt drei Vorwürfe gemacht. Der erste Vorwurf ist, wir handeln zu langsam. In Anbetracht dessen, was ich von Ihrer Fraktion in diesem gesamten Jahr an Vorschlägen gehört habe, kann ich nur sagen, hätten wir all dem zugestimmt, dann wäre dieser Haushalt nicht nur mehrfach überzeichnet, sondern die Maßnahmen würden sich alle auch noch widersprechen. Wir können dankbar sein, dass wir unserem strategischen, gut organisierten Weg gefolgt sind und nicht Ihren Vorschlägen. Und ein weiterer Punkt. Der Vorwurf, dass wir zu langsam sind, entbehrt doch jeglicher Grundlage. Wir haben in diesem Jahr bereits, wenn ich das jetzt noch als weiteres Entlastungspaket dazuzähle, was gestern vereinbart worden ist, haben wir das vierte Entlastungspaket verabschiedet. Wir sind insgesamt mittlerweile bei fast 300 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, von welcher Regierung Sie mehr verlangen würden. Wir handeln entschlossen, schlagkräftig und schnell. Und wir tun was für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und das entkräftet nämlich genauso auch den Vorwurf, dass das kein großer Wurf sei. Ich erinnere mich noch gut, wo wir im Februar hier standen und der Bundeskanzler das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr verkündet hat. Bei Ihnen war hier Volksfeststimmung. Bei 200 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen ist das kein großer Wurf. Ich weiß nicht, in welchen Dimensionen Sie denken. Das ist deutlich ein großer Wurf und eine wirksame Entlastung. Und zum letzten Punkt, wir benennen keine Details. Ohne jetzt noch mal auf die Kommission hinzuweisen oder Ähnliches. Ich erinnere mich nur an Ihren Vorschlag zu Inflationsausgleich, zu dem Antrag. Der wurde in der Anhörung zerrissen. Und wir wissen alle, wie Anhörungen funktionieren und wie da Experten eingeladen werden. Der wurde unisono zerrissen. Alle Ihre Vorschläge haben weder Details noch Inhalte. Bitte vertrauen Sie dieser Bundesregierung. Sie handelt gut und richtig, schnell und schlagkräftig. Jetzt habe ich leider nur noch die Hälfte meiner Redezeit übrig. Ich wollte eigentlich so viel sagen, noch zur Mehrwertsteuersenkung. Grundsätzlich freue ich mich wirklich, und das meine ich jetzt ganz ernst, dass die Entlastung auch über die Mehrwertsteuer noch weiterhin Bestand hat. Denn natürlich mit dem Abwehrschirm, den wir gestern vereinbart haben in der Ampelkoalition, haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen vereinbart, aber vor allen Dingen unter Punkt 6 auch weiterhin die Mehrwertsteuersenkung. Die Mehrwertsteuersenkung entlastet die Bürgerinnen und Bürger direkt und vor allen Dingen schon ab dem 1. Oktober. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Heizperiode jetzt beginnt und die wirksame Entlastung jetzt schon eintritt. Und ich freue mich auch, dass es uns im parlamentarischen Verfahren gelungen ist, der Bundesfinanzminister hat es gesagt, dass wir auch die Fernwärme dazu ergänzen konnten. Denn gerade in Ostdeutschland gibt es einfach eine ganze Menge von Haushalten, die über Fernwärme beheizt werden. Ich denke da zum Beispiel an Städte wie Zwickau, wo über die Hälfte aller Haushalte über Fernwärme beheizt werden. Und ich glaube, auch diese zusätzlichen 2,1 Milliarden Euro sind nochmal ein ganz wichtiger Schritt zur Entlastung. Insgesamt sind das also rund 13 Milliarden Euro Entlastung über die Senkung der Umsatzsteuer, die die Bürgerinnen und Bürger direkt erreichen und die zusätzlich zum Abwehrschirm wirken. Ich glaube, insgesamt ist das wirklich ein gutes Gesetz, was nicht nur ab 1. Oktober gilt, sondern was auch einen Umfang hat, von dem man wirklich sprechen kann, dass es ein großer Wurf ist. Und ein weiterer Punkt ist ja auch in diesem Gesetz noch untergebracht worden, deswegen möchte ich ihn gerne noch erwähnen, und zwar ist das die Steuerbefreiung für die Inflationsausgleichsprämie. Und wir haben ja viel darüber gesprochen, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber möglicherweise auch nicht in der Lage sind, im Moment diese Ausgleichsprämie zu bezahlen. Da möchte ich ganz gerne noch mal einen Artikel zitieren, den ich vor 2 Tagen, glaube ich, gelesen habe. Die deutschen DAX-Konzerne haben ihre Vorstandsgehälter im letzten Jahr um 25% erhöht.
Das Argument, dass die Unternehmen in Deutschland nicht in der Lage sind, eine Inflationsausgleichsprämie zu zahlen, die wir heute steuerbefreit machen, zählt für mich nicht. Wer in der Lage ist, Vorstände mit 25% mehr zu bezahlen, der muss auch in der Lage sein, für die breite Belegschaft Inflationsausgleichsprämien zu bezahlen. Und die machen wir heute steuerfrei. Insgesamt sprechen wir also hier von einer... Ja, von der AfD, das ist nun wirklich die letzte Fraktion, von der ich Vorschläge brauche. Also vielen Dank, Herr Gottschalk. Insgesamt sprechen wir hier also von einem Gesetzespaket, was auf der einen Seite die Umsatzsteuersenkung hat, auf der anderen Seite die Steuerbefreiung für die Einmalzahlung. Es sich einfügt in einen Abwehrschirm, der gestern vereinbart worden ist. Ich kann mich nur wiederholen, diese Regierung löst ihr Versprechen ein. Wir haben versprochen, wir lassen niemanden in diesem Land allein und das lösen wir hiermit ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tim Klüssendorf von der SPD, aber seine Äußerung, strategisch gut organisierter Weg, dem wir gefolgt sind, da mussten selbst viele Ampelkoalitionäre lächeln. Klaus Söder jetzt für die AfD, er ist Mitglied im Finanzausschuss. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Lassen Sie mich auch noch mal kurz auf den Verfahrensweg dieses Gesetzes eingehen. Also ich habe ja durchaus Verständnis dafür, dass Regieren im Moment nicht gerade einfach ist. Aber es hat sich auch keiner gezwungen, dieses Amt anzunehmen. Anstatt in den nächsten 3 Jahren ein rot-grünes Ideologieprojekt umzusetzen, müssen Sie sich mit der größten Wirtschaftskrise der Geschichte der Bundesrepublik befassen. Und man muss feststellen, Sie sind damit total überfordert. Sie bringen während der Finanzausschusssitzung einen Änderungseintrag ein, den keiner kennt. Sie setzen 3 Stunden nach der Sitzung eine Sondersitzung ein, weil Ihnen plötzlich einfällt, dass Sie die Fernwärme vergessen haben. Das ist doch unprofessionell. Und damit zeigen Sie auch, dass Sie auf die Sachverständigenanhörung überhaupt nicht gehört haben. Denn dort war dieser Punkt explizit angesprochen. Sie hätten also genug Zeit gehabt, bis Mittwoch 10 Uhr diesen Punkt einzuarbeiten. Haben Sie nicht gemacht. Das zeigt auch, dass Sie die Anhörung für Sie eine reine Alibi-Veranstaltung sind. Das finde ich echt traurig für die Demokratie. Und dass im Gesetzentwurf die Laufzeit der Umsatzsteuersenkung immer noch an die Gasumlage geknüpft ist, die ja nun wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich wegfällt, ist nicht nur ein handwerklicher Fehler. Trotzdem stimmen wir diesem Gesetzentwurf zu, weil er ein erster Schritt ist, um zumindest die Privathaushalte, Kommunen, Krankenhäuser und so weiter von den hohen Gaskosten zu entlasten. Auch der Inflationspauschale von 3.000 Euro stimmen wir zu. Und Herr Kollege Klüsendorf, dass Sie sich als SPD-Mitglied an den DAX-Konzernen orientieren, das finde ich schon erstaunlich. Ne? Die Frage nämlich ist, ob alle Unternehmen, insbesondere die kleinen Unternehmen, in der Lage sind, diese Pauschalen zu zahlen. Da haben mich sehr viele jetzt inzwischen angerufen und gesagt, was beschließt denn ihr da? Da werden natürlich von Spritkosten und Energiekosten geplagt und Arbeitnehmer sehr schnell ihre Chefs fragen, wann bekomme ich denn diese 3.000 Euro ausgezahlt? Und der kleine Unternehmer wird sagen, ja, würde ich dir gerne zahlen. Ich habe aber leider gerade 2 große Strom- und Gasrechnungen bei mir auf dem Schreibtisch liegen und kann dir das im Moment nicht auszahlen. Und das gilt sehr vielen so. Das wird sehr viel Frust auslösen. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass bis Ende 2024 jeder diese Pauschale erhalten hat. Und da sind wir bei den Unternehmen, insbesondere bei den KMU, die bereits seit Anfang des Jahres durch die hohen Spritpreise und nun durch die exorbitanten Energie- und Gaspreise belastet sind. Denen hilft ihre Umsatzsteuersenkung überhaupt nicht. Und je nachdem, wie energie- und gasintensiv diese Unternehmen sind, stehen inzwischen viele vor dem Aus. In meinem Wahlkreis müssen heute, am 30. September, 3 Bäckereien, alles Familienbetriebe, schließen. In Kahla und Triptis geht eine mehr als 55-jährige Tradition der Porzellanindustrie in Thüringen am Ende des Jahres zu Ende. Was haben Sie für diese Unternehmen für Hilfsangebote? Ihr 200-Milliarden-Paket, da bin ich sehr gespannt. Kommen wir zurück zum Gas- und Strompreis. Sie bekämpfen mit Ihren teuren Entlastungspaketen nur die Symptome, aber nicht die Ursachen. Zu diesen Ursachen gehört eben auch Ihre total verkorkste Energiepolitik. Es ist eben ein Unding anzunehmen, man könnte einen Industriestand wie Deutschland ausschließlich mit Windkraft und Solar am Leben erhalten. Während weltweit neue, moderne Atomkraftwerke gebaut werden, wollen Sie die letzten AKW in Deutschland abschalten. Dabei hat der Chef des TÜV ausdrücklich festgestellt, dass sowohl die aktuell laufenden AKW weiter betrieben werden können, als auch mit relativ kurzer Anlaufzeit die letzten Jahr abgeschalteten AKW wieder ans Netz gehen könnten. Aber bei Ihnen geht grüne Ideologie vor Vernunft
und vor allem gegen die Interessen des deutschen Volkes. Das ist auf die Regierung bezogen, Sie können ganz ruhig sein. Das ist auf die Regierung bezogen, ein Bruch Ihres Amtseides. Wir müssen hier auch über Russland und Sanktionen sprechen. Das füge ich extra ein für Herrn Schroedi, der leider heute nicht da ist. Er hat mich als fünfte Kolonne und zukünftigen Pressesprecher von Putin tituliert. Eins will ich mal klarstellen, ja, Kollege Klüsendorf. Ich betrachte Putin nicht als Demokraten. Und ich verurteile auch den Angriff auf die Ukraine als völkerrechtswidrig. Aber welcher Krieg ist denn nicht völkerrechtswidrig? Etwa der Krieg der USA in Vietnam oder der Angriff auf den Irak? War das völkerrechtswidrig? Ich denke schon. Wenn wir solche Einstufungen vornehmen, dann bitte auch für alle. Ich war am Sonntag auf einer Veranstaltung in der Kirche in Farnroda, in meinem Heimatort. Da hat der Superintendent der evangelischen Kirche in Eisenach gesagt, es gibt keine gerechten und es gibt keine ungerechten Kriege. Weil Kriege bedeuten immer nur Tod und Zerstörung. Und dem schließe ich mich 100% an. Was bringen diese Sanktionen? Seriöse Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in Russland in diesem Jahr um 5-8% zurückgeht. Das ist nicht wesentlich mehr als das der Einbruch im Corona-Jahr 2020 in Deutschland. Und so wie wir Corona 2020 überstanden haben, so besteht auch Russland diese Sanktionen. Übrigens gehen die gleichen Wirtschaftsinstitute inzwischen davon aus, dass wir im nächsten Jahr einen Rückgang von 7,9% zu verkraften haben. 7,9%. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch an die Ampel. Und auf die Auswirkungen auf die einheimischen Firmen durch die Russland-Sanktionen gehen sie überhaupt nicht ein. Ich kenne sehr viele Firmen, gerade hier bei uns in Ostdeutschland, die sehr enge Wirtschaftsbeziehungen sowohl in die Ukraine als auch nach Russland haben. Und die stehen im Moment vor leeren Kassen, ja, weil sie aufgrund des Krieges nicht in die Ukraine exportieren können und aufgrund der Sanktionen auch nicht nach Russland exportieren können. Das ist aber von Ihnen vollkommen ausgeblendet. Und über die Sabotage bei Nord Stream freuen sich bestimmt einige Abgeordnete hier im Saal, aber vor allem die USA, welche unsere bisher guten Wirtschaftsbeziehungen zu Russland immer schon ein Dorn im Auge waren. Aber nun gibt es keine Alternative mehr. Wir müssen das teure Flüssiggas aus den USA und anderswo einkaufen. Und Kanzler Scholz und Mr. Habeck, heute nicht da, regen Sie doch nicht auf, wir sind doch noch gar nicht fertig. Kanzler Scholz und Minister Habeck waren jetzt auf Einkaufstour, unter anderem in Katar. Katar, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir brechen die Beziehung zum Diktator Putin ab und lassen uns von einer Diktatur mit Flüssiggas und Öl beliefern. Die in Katar wissen gar nicht, was Menschenrechte sind. Frauen dürfen ohne Zustimmung ihres Mannes überhaupt gar nichts machen. Frauen unter 25 dürfen nicht aus ihrem Haus ausziehen, ohne Zustimmung ihres Mannes. Frauen dürfen ohne ihre Zustimmung ihres Mannes keine Reisen antreten. Ja, eine Frau, die eine Vergewaltigung anzeigt, riskiert eine Gefängnisstrafe. Homosexualität wird ja hier so propagiert. Seine Straftat wird mit 100 Peitschenhieben und bis zu 7 Jahren Gefängnis bestraft. Und die rund 300.000 Kataris. Das hat was damit zu tun. Sie kaufen ja jetzt Gas ein von Ländern, die hier nicht demokratisch sind. Das müssen Sie sich mal anhören. Ja? Und die 300.000 Kataris beuten 3 Millionen Gastarbeiter aus, behandeln diese wie Sklaven. Das ist nicht mein Sprech, das ist nicht meine Information. Das können Sie nachlesen, vorige Woche Sendung Kontraste. Und das sind nun unsere neuen Handelspartner, von denen Minister Habeck einen Bückling macht. Schämen Sie sich, das ist eine Schande für die deutsche Außenpolitik. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich möchte zum Schluss noch ein Wort sagen, gerichtet an den Kollegen Merz. Sie hatten sich ja so intensiv mit den Dummerntagsdemonstrationen auseinandergesetzt und diese denunziert. Ich kann Ihnen eins sagen, das sind keine AfD-Leute, die dort rumlaufen, das sind ganz normale Bürger, auch CDU-Mitglieder, ganz viele. Kommen Sie mal nach Eisenach, da werden Sie keine AfD-Fahne sehen. Einfach nur Bürger, die die Schnauze voll haben von ihrer Politik. Vielen Dank. Die Mehrwertsteuer auf Gaslieferungen soll gesenkt werden auf 7%, also dort eine Entlastung für die Bürger, obwohl es die Gasumlage nicht mehr gibt. Ursprünglich war das ja mal ein Jungtim, aber die Bundesregierung hat sich entschieden, diese Senkung durchzuführen. Darüber diskutiert der Bundestag. Und jetzt Katharina Beck, die finanzpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, zur CDU nur erst uns von Putins Gas abhängig machen, dann unfassbar viel fordern und überhaupt nicht sagen, wie das finanziert werden soll, das ist unseriös. Zum Thema.
Die Gaspreise und die Energiekosten müssen jetzt sinken. 40% der Menschen in Deutschland haben keine Rücklagen. 33 Millionen Menschen in Deutschland haben also keinen Puffer, jetzt Hunderte von Euro Mehrkosten zu stemmen. Diese krasse Energiepreiskrise trifft Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen deutlich härter als andere. Und das ist wichtig, immer vor Augen zu haben. Die ca. 13 Milliarden schwere befristete Mehrwertsteuersenkung auf Gas und Fernwärme kann einen Beitrag zur Entlastung leisten. Bei vollständiger Weitergabe an die Endverbraucherinnen würden die Preise um ca. 10% gedämpft. Das ist gut. Aber die Preisentwicklung ist viel extremer. Die Verbraucherpreise beim Gas sind im September um außerordentliche 230% gestiegen. Dramatisch, vor allem für die vielen ohne Rücklagen. Und daher ist es so gut, dass die Mehrwertsteuersenkung Teil eines größeren Konzepts ist. Nach bisher 95 Milliarden in drei Entlastungspaketen hat die Regierung gestern einen 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm vorgeschlagen, mit dem der Gas- und Strompreiskrise auf der Angebotsseite, das ist so wichtig, mit nie dagewesenen Preisbremsen begegnet werden soll. Neben dem herausragenden Kraftakt, die Gasspeicher trotz Putin zu füllen, nun ein weiterer entscheidender Schritt dieser Ampel. Und es ist sehr gut, dass bei der Strompreisbremse klar nur ein Basisverbrauch, und zwar für kleinere und mittlere Einkommen, KMU subventioniert werden soll und bei der Gaspreisbremse Ähnliches vorgesehen ist und auch, dass Zufallsgewinne der Stromproduzenten bei der Strompreisbremse zur Finanzierung herangezogen werden. Das ist ein sehr guter Mechanismus der breiten Finanzierung. Und wir drücken dem Wirtschaftsminister die Daumen, der in diesen Momenten beim EU-Energieministertreffen verhandelt, dass eine funktionierende Abschöpfung der Übergewinne auch der fossilen Energien beschlossen wird. Der Energien, die diese Preiskrise überhaupt erst ausgelöst haben. Diese Übergewinne werden unter anderem auch auf dem Rücken der Autofahrerinnen und Autofahrer erhoben, die nach wie vor fast 50% an zusätzlicher Gewinnmarge mehr zahlen müssen als früher. Und zwar nur wegen der Marktmacht, die wir nun auch endlich mit dem Kartellrecht angehen werden. Nochmal zur Umsatzsteuer. Der Gasverbrauch in Deutschland erfolgt zu zwei Dritteln durch die Wirtschaft. Und die Mehrwertsteuersenkung auf den Gaspreis kommt bei den unter den Preisen leidenden Kleinst- und Kleinunternehmen, bei den Selbstständigen und Mittelstand leider nicht an. Denn die Mehrwertsteuer ist für sie ein durchlaufender Posten. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass die Finanzierung für das Energiekostendämpfungsprogramm und für die Hilfen für kleinere und mittlere Unternehmen nun durch den Abwehrschirm gesichert ist. Hier wollen und werden wir nun sehr schnell ins Handeln kommen. Wir haben im Bundestag mit dafür gesorgt, dass für die Verbraucherinnen Fernwärme auch begünstigt besteuert wird. Rund 6 Millionen Haushalte werden in Deutschland mit Fernwärme geheizt. Der Großteil Mietwohnungen, und gerade die ist wichtig zu entlasten. Trotzdem muss man objektiv sagen, Umsatzsteuersenkungen sind weder ökonomisch noch sozial die besten Instrumente zu entlasten. Dass sie an die Verbraucherinnen weitergegeben wird, das kann der Staat leider nicht garantieren. Und außerdem entlastet man die, die viel verbrauchen und tendenziell mehr Geld haben, mehr als die, die wenig verbrauchen und tendenziell weniger Geld haben. Trotzdem ist das Gesamtpaket sehr, sehr gut. Und auch wenn es nach einem solch großen Betrag gestern seltsam klingen mag, ich muss leider warnen, dass wir weiterschauen, ob wir die vielen Millionen Menschen, die überhaupt keine Rücklagen haben, ausreichend unterstützen. Sie brauchen es am meisten, da müssen wir weiter darauf achten. Ich freue mich auf die weitere sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit mit meinen AmpelpartnerInnen und meiner Fraktion. Vielen Dank. Katharina Beck von den Bündnisgrünen war das. Sie ist auch stellvertretende Vorsitzende des Finanzausschusses. Nächster Redner, Christian Laie für die linke Fraktion spricht. Er ist der wirtschaftspolitische Sprecher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was ein Chaos. Zuerst lassen Sie sich ein Gesetz von den Energiekonzernen schreiben, damit die Bürger für deren Ausfälle mit der Gasumlage blechen sollen. Dann wollen sie die Umsatzsteuer auf die Gasumlage weglassen, damit ihnen niemand vorwerfen kann, der Staat verdient daran auch noch. Dann muss ihnen die EU sagen, das dürfen sie gar nicht. Also beschließen sie eine Umsatzsteuerreduzierung für alles Gas und verkaufen das als den großen Ausgleich zur Gasumlage, verschweigen aber, dass ein Drittel der Haushalte trotzdem draufzahlen muss.
Dann machen Sie das Ganze auch noch so schlecht, dass gar nicht alle Gaskunden betroffen sind. Und dann erwarten Sie, dass die Konzerne die Steuersenkung 1:1 weitergeben, obwohl wir doch beim Tankdeckel gelernt haben, dass das nicht funktionieren tut, wenn es um viel Geld geht bei Konzernen. Und dann, nur 2 Tage vor der Einführung der Gasumlage, fällt der Groschen und Sie beerdigen diese Schnapsidee endlich. Meine Damen und Herren, es ist gut, dass die Mehrwertsteuersenkung die Menschen entlastet. Und es ist gut, dass Sie auch auf Druck aus meiner Fraktion aufgenommen haben, dass Fernwärme dazugehört. Aber wegen diesem Chaos und wegen den handwerklichen Schnitzern werden wir uns heute enthalten müssen. Und halten wir fest, in der schlimmsten Energiekrise der Bundesrepublik spielt die Ampelregierung absoluten Kreisliga-Fußball. Und die Hälfte der Mannschaft weiß nicht mal, auf welches Tor sie schießen soll, meine Damen und Herren. Wir haben hier den Gaspreisdeckel gefordert. Sie haben geschimpft, jetzt übernehmen Sie die Idee. Wir haben hier eine Übergewinnsteuer gefordert. Sie haben geschimpft, jetzt übernehmen Sie die Idee zum Teil und nennen es eine Strompreisbremse. Wir haben hier eine staatliche Preiskontrolle gefordert und wie Sie geschimpft haben. Und ich prognostiziere Ihnen, Sie werden eine Preiskontrolle einführen müssen bei einem Gaspreisdeckel. Oder wollen Sie den Energiekonzernen einfach so die Milliarden überweisen, ohne zu gucken, ob das seine Richtigkeit hat? Und wo wir gerade dabei sind, wir haben gegen die Schuldenbremse geredet, Sie haben dagegen gehalten und heute ist die Schuldenbremse faktisch tot. Sie ist tot, sie ist beerdigt. Die Trauergäste sind auf dem Weg nach Hause. Nur Christian Lindner steht noch an ihrem Grabe und versucht, sich mit ihr für 2023 zu verabreden. Tragisch ist das. Herr Lindner, nehmen Sie Abschied. So, und auch wenn Sie unsere Konzepte teilweise übernehmen, die Wahrheit ist doch, Winter is coming. Und Sie haben keine vernünftige Strategie für die kalte Jahreszeit. Und warum nicht? Noch im Juni erklärte Minister Habeck, eine Deckelung der Preise wäre bei einem knappen Gut ein Signal. Energie ist nicht wertvoll. Haut raus, was ihr wollt. Heißt übersetzt, Sie wollten die hohen Preise, damit die Menschen sich die Heizung nicht leisten können, damit sie Gas sparen, weil nicht genug Gas da ist. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn Sie jetzt Ihre Strategie ändern, wenn Sie den Gaspreisdeckel vernünftig machen, steht die Frage im Raum, haben wir in diesem Wirtschaftskrieg eigentlich genug Gas für alle? Werden wir im Winter genug Gas für alle haben? Ja oder nein? Und deswegen hoffen Sie auch auf einen warmen Winter in Deutschland und Sie hoffen auf einen warmen Winter in Norwegen. Die größte Volkswirtschaft Europas hofft auf eine gute Wetterprognose, damit hier nicht das Licht ausgeht und damit hier nicht tausende Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Ich sage Ihnen etwas, was da draußen alle Menschen schon wissen, das Hoffen auf eine gute Wetterprognose ersetzt keine Strategie in der Energiekrise. Und ich sage Ihnen noch was. Dieser Wirtschaftskrieg geht für die eigene Bevölkerung immer mehr nach hinten los. Und ich kenne da draußen außerhalb der Politikblase nicht einen Menschen, buchstäblich nicht einen einzigen Menschen, der nicht weiß, dass der russische Überfall auf die Ukraine, der Wirtschaftskrieg und die aktuelle Energiekrise zusammengehören. Alle Menschen wissen das. Sie werden über die Sanktionen reden müssen. Sie halten das in diesem Winter politisch nicht durch. Das fliegt Ihnen um die Ohren. Und deswegen komme ich zum Schluss. Diese Gesellschaft braucht Heizung, Brot und Frieden. Heizung, Brot und Frieden. Darum geht es um diesen Winter. Dankeschön. Carsten Laie hat noch mal darauf hingewiesen, dass auf der Angebotsseite Energie dringend etwas passieren muss. Denn in der Tat besteht ja die Gefahr, wie auch immer finanziert, dass es zu wenig Energie in Deutschland geben kann. Till Mansmann jetzt für die FDP. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, seit Monaten verfolgen wir tagtäglich, wie der russische Angriffskrieg in der Ukraine zu unendlich viel Leid bei den Betroffenen vor Ort führt. Jeden Tag sterben Hunderte von Menschen. Familien werden getrennt, das Resultat von Leben harter Arbeit wird zerstört. Das alles im Zuge eines sinnlosen Krieges, für den hauptsächlich ein einziger Mann die Verantwortung trägt. Wenn derartiges Unrecht stattfindet, dürfen wir das nicht einfach hinnehmen. Für uns Freie Demokraten war deshalb von Anfang an klar, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss. Und Finanzminister Christian Lindner hat jetzt auch gerade klargemacht, dass das im Kern von dem steht, was wir heute hier auch wirtschaftlich machen wollen. Wir lassen nicht zu, dass unser Land durch hohe Energiepreise gespalten wird. Die Energiepreisentwicklung der vergangenen Monate führt uns deutlich vor Augen, in was für eine unsägliche Abhängigkeit die verfehlte Energiepolitik der vergangenen Jahre uns geführt hat. Und lieber Kollege Mittelberg, davon haben Sie leider nichts gesagt, wer dafür verantwortlich ist.
Nun benutzt Russland Energie als Waffe gegen uns. Mit weiteren Gaslieferungen aus Russland ist endgültig nicht mehr zu rechnen. Die Situation spitzt sich deshalb täglich weiter zu. Und der gestern von Bundeskanzler Scholz, dem Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner angekündigte wirtschaftliche Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskriegs nimmt eine zentrale Rolle bei der Bewältigung dieser enormen Herausforderung an. Die Ampelkoalition beweist damit ein weiteres Mal Handlungsfähigkeit in einer schweren Krise. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Senkung der Umsatzsteuer auf Gaslieferungen und Fernwärme ist ein wichtiger Teil eben dieses angesprochenen Abwehrschirms. Die derzeitigen Kosten beim Gas belasten eben nicht nur den Staat und die Betriebe, sondern auch die vielen privaten Haushalte in unserem Land. Immer mehr Menschen erreichen in diesen Tagen Briefe mit unerfreulichen Nachrichten über steigende Abschlagszahlungen. Viele fragen sich, wie das noch bezahlbar sein soll, wenn sich die Preise innerhalb weniger Monate so stark erhöhen. Um es deutlich zu sagen, wir müssen jetzt handeln, damit die Bürger unseres Landes gut durch den Winter kommen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf entlasten wir Millionen Menschen um über 13 Milliarden Euro. 13 Milliarden Euro mehr in den Taschen der Steuerzahler, wo sie mit Blick auf die kommenden Monate auch am besten aufgehoben sind. Deshalb appelliere ich Sie an dieser Stelle, liebe Kollegen, dem vorliegenden Gesetzentwurf zuzustimmen, sodass wir die Entlastung der Bürger schnell auf den Weg bringen können. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Alois Rainer. Alois Rainer von der CSU ist der Vorsitzende des Finanzausschusses. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben diese Woche sehr ausführlich, lange im Ausschuss über die Mehrwertsteuersenkung auf Gas diskutiert. Dann kam nach Beschlussfassung die Bitte um eine Sondersitzung, weil wir auch die Mehrwertsteuersenkung auf Fernwärme noch beschließen sollten. Und haben wir auch dementsprechend gemacht. Lieber Kollege, das parlamentarische Verfahren wurde somit auch eingehalten. Aber ob die parlamentarische Diskussion möglich war im Vorfeld, das steht wieder auf einem ganz anderen Papier. Aber nichtsdestotrotz, einer Mehrwertsteuersenkung auf Gas und Fernwärme können wir als Union guten Gewissens zustimmen, obwohl sie unseren Antrag zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, Strom und, man höre, Fernwärme im Februar noch abgelehnt haben, freut es mich umso mehr, dass sie nun zur Einsicht gekommen sind und unsere Lösungen akzeptieren und somit auch heute abschließend beschlossen werden. Schade eigentlich, dass so viel Zeit verloren gegangen ist. Es geht nicht um die Zeit, die wir im Plenum verloren haben, sondern es geht um das Geld der Menschen in unserem Land, das in dieser Zeit verplempert worden ist. Etwas weniger Zeit haben Sie gebraucht, um einzusehen, dass zumindest zwei Atomkraftwerke jetzt auch zumindest im Streckbetrieb, was meines Erachtens nicht reichen wird, weiter betrieben werden, weil Folgelösungen für Gas und Öl noch nicht vorliegen, sinnvoll und notwendig bei dem derzeit wachsenden Strombedarf, wäre es auch das dritte dafür in Frage kommende Atomkraftwerk in Niedersachsen ebenfalls weiterlaufen zu lassen. Aber wer weiß, was dann nach der Wahl in Niedersachsen alles noch kommt. Aber dafür kommt ja jetzt zumindest der Strompreisdeckel oder zumindest neben dem Strompreisdeckel auch der Gaspreisdeckel. Was den Strompreisdeckel und das Abschöpfen der Zufallsgewinne in Anführungszeichen anbelangt, da bin ich am Ende der Tage mal gespannt, wie das funktioniert und wie auch die Verteilung funktionieren soll. Welcher Doppelwumms oder Trippelwumms es am Ende der Tage werden wird, wissen wir noch nicht. Ich würde eher dafür plädieren, dass wir auf den schnellsten Wege in der Europäischen Union darauf einwirken, dass man das Strommarktdesign ändert, nämlich das Merit-Order-System ändert, weil dann können wir das Problem, was zumindest den Strom anbelangt, an der Wurzel packen. Und das Konzept für die Gaspreisbremse soll vielleicht, wenn man Glück hat, erst Mitte Oktober vorliegen. Dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es doch schon brauchbare Modelle, auch bei den Nachbarländern, die Sie oft auch zitieren. Kommen wir aber
zum weiteren Punkt, der noch angehängt worden ist an diesen Tagesordnungspunkt, auch im Ausschuss und auch jetzt, die Steuerbefreiung der Inflationsausgleichssonderzahlung der Arbeitgeber in Höhe von 3.000 Euro. Ich habe in einer meiner letzten Rede gesagt, Sie schmücken sich mit fremden Federn und auch diesmal passiert es wieder so, dass man sich mit fremden Federn schmückt. Die Arbeitgeber und Arbeitgeber werden wieder zur Kasse gebeten und sie werden unter Druck gesetzt. Natürlich ist es etwas Gutes für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie einen Bonus von 3.000 Euro erhalten. Aber man darf zurzeit auf keinen Fall vergessen, welche Belastungen die Betriebe in unserem Land sowieso schon haben. Neben der Erhöhung des Mindestlohnes, der sich nicht nur auf die unteren Lohnschichten auswirkt, sondern eine Wirkung auch für die oberen Lohnschichten haben, haben sie zu kämpfen. Auch mit der Inflation haben sie zu kämpfen, mit gestörten Lieferketten haben sie zu kämpfen, mit Personalmangel, aber vor allem haben sie zu kämpfen mit den erhöhten Energiekosten und Energiepreisen und dann das auch so noch dazu. Es ist schön, wie gesagt, wenn man so ein Geschenk verteilen kann, aber ich möchte jetzt meine abschließende Redezeit dazu noch nutzen, dass ich den Betrieben in unserem Land mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Denn Sie sind es, die dieses Chaos, das Sie verursachen, nämlich meistern müssen. Sie sind es, die wettbewerbsfähig bleiben wollen und nicht in den Winterschlaf gehen wollen, die nicht einfach aufhören wollen zu produzieren, die sich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen und Lösungen überlegen, damit diese bei auch teils eingeschränkter Produktion weiter beschäftigt werden können. Die Betriebe in unserem Land mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stemmen momentan einen Großteil unserer Wertschöpfung in unserem Land. Sie schauen, dass weiterhin Dienstleistungen angeboten werden können und versuchen, die mühsam gewonnenen Fachkräfte auch zu halten. Und sie halten dahingehend auch unser Land zusammen. Und liebe Bundesregierung, ich appelliere an Sie, geben Sie der Wirtschaft und den Menschen in unserem Land eine klare Linie. Nicht nur kurzfristige Änderungen. 8 Milliarden Euro sind eine ziemlich klare Linie. Ja, es steht aber noch nichts genau drin, was es am Ende der Tage bedeuten soll. Also wir haben über den 200 Milliarden zwar ein 5,5-seitiges Papier erhalten, aber wie Sie es am Ende der Tage umsetzen, das wissen wir jetzt noch nicht. Die Menschen haben es satt in unserem Land, das sage ich Ihnen, dass sie die Probleme immer erst in allerletzter Sekunde angehen, vielleicht auch ein Stück weit lösen. Planungssicherheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Planungssicherheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das, was unsere Wirtschaft und die Gesellschaft brauchen. Sorgen Sie für Energiesicherheit in unserem Land. Sorgen Sie für den Erhalt der Arbeitsplätze, in dem genug Energie vorhanden ist, um alle Produktionsstränge aufrechtzuerhalten zu können und damit einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern und den Wohlstand in unserem Land beizubehalten. Dankeschön. Alois Rainer hat es angesprochen, neben der Umsatzsteuersenkung auf Gas und Fernwärme. Übrigens auch 14% der Haushalte in Deutschland werden mit Fernwärme betrieben, beheizt. Pardon, ist es so, dass in diesem Gesetz hier heute auch der Posten verabschiedet wird, dass Arbeitgeber einen Bonus 3.000 Euro steuerfrei auszahlen können? Carlos Kasper für die SPD. Herr Rainer, Sie haben jetzt gerade in Ihrer Rede gesagt, wir machen die Politik wegen unseres Chaos, das wir verursacht haben. Ich möchte an dieser Stelle noch mal erinnern, dass es Ihr Fraktionsvorsitzender war, der im März Nord Stream 1 schließen wollte, mit allen Konsequenzen, mit leeren Gasspeichern vor diesem Winter, mit horrenden Gaspreisen. Und Sie haben keine Lösung für diese Probleme. Das hat man an Ihren Redebeiträgen gerade gemerkt. Aber warum machen wir heute diese Politik? Um was geht es denn bei dieser Politik? Es geht um die Bäcker, die Existenznöte haben, weil ihre Gasrechnungen zu hoch sind. Es geht um die Bäcker, die Angst haben, weil sie kein Brot mehr backen können und wenn dann nur noch zu solchen Preisen, die sich niemand mehr leisten kann. Es geht um die Unternehmen. Es geht beispielsweise um Unternehmen der Chemieindustrie, die in meinem Wahlkreis Vorprodukte für Desinfektionsmittel herstellen. Es geht um den Schulkäterer, der Angst hat vor der Insolvenz und mit dieser Insolvenz einhergehen würde, dass Kinder kein warmes Mittagessen mehr hätten. Es geht um die Familie, die einfach Angst hat, dass sie ihre Heizkosten nicht zahlen kann.
Und genau für diese Menschen da draußen, für die Leute im Land, machen wir heute diese Politik. Deswegen führen wir die Gas- und Strompreisbremse ein. Wir greifen ein in den Markt und stoppen die explodierenden Energiekosten. Wir legen 200 Milliarden Euro auf den Tisch, damit die Gaspreisbremse endlich kommt und mit ihr die Existenznöte gehen. Mit dem Abwehrschirm setzen wir den steigenden Energiekosten etwas entgegen und federn die schwersten Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für Unternehmen ab. Niemand muss Angst haben, in diesem Winter zu frieren. Niemand muss Angst haben, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Niemand muss Angst haben, dass unsere Wirtschaft diese Krise nicht übersteht. Es gilt, was der Kanzler gesagt hat: You will never walk alone. Und auch dieses Gesetz, das wir heute in zweiter, dritter Lesung beschließen, ist ein weiterer Beweis, dass wir den Menschen gezielt unter die Arme greifen. Mit weiteren 13 Milliarden Euro bekämpfen wir die exorbitanten Energiepreise und senken die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Wir greifen gezielt ein, damit niemand Angst haben muss vor einer kalten Wohnung. Und deswegen ist dieses Gesetz zur Mehrwertsteuersenkung so wichtig. Denn es betrifft eben nicht nur Menschen mit kleinerem Einkommen. Die Energiekrise betrifft auch den Mittelstand, das Handwerk und Unternehmen generell. Dieses Gesetz ist eine ganz direkte Antwort darauf, dass viele Anbieter von ihren Kundinnen und Kunden bereits horrende Abschlagszahlungen gefordert haben. Diese sind hinfällig und müssen zurückgenommen werden. Und ganz besonders möchte ich hervorheben, dass wir auch die Mehrwertsteuer auf Fernwärme senken. Das ist insbesondere für die Menschen im Osten wichtig, denn dort gibt es ein gut ausgebautes Fernwärmenetz, durch das viele Wohnungen in Ostdeutschland beliefert werden. In Dresden sind es 40%, in Zwickau sind es sogar fast 50%, die ihre Heizung mit Fernwärme betreiben. So schaffen wir eine gerechte Entlastung für einen Großteil der Bevölkerung. Und auch das sollte nicht unerwähnt bleiben. Es war die SPD-Fraktion, die sich am Anfang des Monats bei ihrer Klausur in Dresden festgelegt hat, dass wir in den Markt eingreifen müssen, um diese enormen Energiepreise zu deckeln. Es war die SPD-Fraktion, die unverschämte Gewinne abschöpfen will. Und es ist die SPD-Fraktion, die nicht nur Papiere schreibt, sondern diese Politik in Gesetzesform gießt. Das Land ist im Krisenmodus. Krise heißt für die Politik handeln, Dinge abwägen und Entscheidungen treffen. Das tun wir als Ampelregierung mit vielen Gesetzen. Wir beschließen heute, dass wir den Arbeitgebern in diesem Land ermöglichen, an ihren Beschäftigten 3.000 Euro steuer- und sozialabgabenfrei zu zahlen. Dieses Geld kann gestaffelt bis 2024 ausgezahlt werden und hilft gezielt der arbeitenden Mitte der Gesellschaft. Aber auch mit der Energiepreispauschale, die jetzt mit dem Septemberlohn ausgezahlt wird, helfen wir den Beschäftigten in diesem Land. Und auch die Rentnerinnen und Rentner sowie die Studierenden profitieren von unserer Politik. Außerdem reformieren wir das Wohngeld und spannen mit dem neuen Bürgergeld ein starkes soziales Netz auf. Und wisst ihr, was heute ist? Heute ist der 30.09. Heute ist der letzte Tag, an dem unverschämte Löhne gezahlt werden. Ab morgen bekommen in meinem Wahlkreis allein 50.000 Menschen mehr Lohn. Ab morgen gilt der Mindestlohn von 12 Euro. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Sebastian Schäfer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit 200 Milliarden Euro als Abwehrschirm gegen die Energiekrise handeln wir entschlossen. Wir halten unser Land in dieser schwierigen Zeit zusammen. Wir geben unseren Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit, indem wir jetzt den Anstieg der Energiepreise für Strom und Wärme so deutlich begrenzen. Und wir geben damit unseren Unternehmen, unserer mittelständischen Industrie, unserem Handwerk ein klares Signal. Den Kern unserer Volkswirtschaft, den Kern unseres Wohlstands lassen wir von einem russischen Diktator nicht zerstören. Wir lassen uns nicht erschüttern, nicht einschüchtern als Demokratinnen und Demokraten in diesem Land.
200 Milliarden sind ein mächtiger Schutzschirm, mit dem wir dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger, der Mittelstand, das Handwerk, aber auch soziale Einrichtungen, Kindergärten, Pflegeheime sicher durch den Winter kommen. Zusätzlich entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger durch die Senkung der Umsatzsteuer für Gas und Fernwärme um einen zweistelligen Milliardenbetrag. Das ist erheblich und das hilft sehr direkt. Als Finanz- und Haushaltspolitiker schmerzen mich 200 Milliarden Euro neue Schulden sehr. Ganz besonders, wenn das Geld im Wesentlichen für fossile Energie ausgegeben wird. Wir begleichen damit einen Teil der Rechnung, die wir für unsere Abhängigkeit von Putins Gas bezahlen müssen. Das sind Ihre Schulden, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union. Das sind die Konsequenzen Ihrer Zechprellerei, die wir jetzt übernehmen müssen. Wir werden die Gaspreisbremse so konstruieren, dass der Anreiz zum Energiesparen erhalten bleibt. Das hat Veronika Grimm, die der Kommission zur Gaspreisbremse vorsitzt, heute in der FAZ sehr deutlich unterstrichen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt auch zusätzlich in Energieeffizienz und erneuerbare Energien investieren. Denn ein Zurück zu billigen fossilen Energien, die nie billig waren, wird es nicht geben. Unsere Wirtschaft hat bei der Effizienz schon große Fortschritte gemacht und nutzt Effizienzverbesserungen, wo sie kann. Auch viele Bürgerinnen und Bürger sind solidarisch und tun, was sie können, um jetzt Energie zu sparen. Mit der aktuellen Überarbeitung des Energiesicherungsgesetzes legen wir erneut etwas vor. Wir werden es später in der Debatte hören, dass den Ausbau und die Nutzung der erneuerbaren Energien noch einmal erheblich steigern wird. Der Biogasdeckel wird wegfallen und es wird noch bessere Möglichkeiten für Solar- und PV-Anlagen geben. Auch steuerlich setzen wir da neue Anreize und lösen endlich bürokratische Fesseln. Erneuerbare Energien sind der beste Weg, um unsere Energieversorgung in Deutschland abzusichern. So machen wir uns in und nach dieser Krise unabhängiger von teuren Importen von Gas, Öl oder Kohle und schützen obendrein das Klima. Denn wir wollen keine Zechprellerei auf Kosten künftiger Generationen betreiben. Deshalb machen wir in dieser Fortschrittskoalition unser Land auch in schwierigen Zeiten zukunftsfest. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Parza Mavi. Parza Mavi ist Mitglied im Finanzausschuss für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den vergangenen Wochen erleben wir alle, die in den Wahlkreisen unterwegs sind, bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Betrieben, bei den Sportvereinen, bei den sozialen Einrichtungen eine Menge Verunsicherung angesichts bereits eingegangener Energieabschlagsforderungen, die zum Teil mehrere 100% über dem bisherigen Niveau liegen oder erwarteter signifikanter Teuerung. Gleichzeitig erleben wir eine Abkühlung wirtschaftlicher Indikatoren, die auf schwierige kommende Monate hindeuten. Das ist eine kritische Situation, die einer gemeinsamen nationalen Kraftanstrengung bedarf, zu der wir ja heute schon einiges von der Opposition gehört haben, und die einer entschlossenen und konsequenten Antwort durch die Politik bedarf, die diese Bundesregierung gestern erneut eindrucksvoll geliefert hat mit einer großen Geschlossenheit zwischen Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck, zwischen den Ampelpartnern. Das war gestern ein Whatever-it-takes-Moment, ein ganz wichtiges Signal in das Land hinein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Bundesregierung, die Ampelkoalition, befindet sich seit ihrem Amtsantritt und insbesondere seit der Zeitenwende vom 24. Februar im permanenten Krisenmodus. Wir wissen, dass es angesichts sich ständig verändernder Lagen, auf die wir stetig und angemessen reagieren müssen, neben einer strategischen Orientierung einer ordentlichen Portion Pragmatismus bedarf, um dieser Krise entgegenzuwirken. Eigenschaften, auf die die Union eigentlich über viele Jahre bei ihrer Krisenkanzlerin Angela Merkel stolz war. Aber diese 16 Jahre scheinen ja schon lange her zu sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit Monaten
Seit Monaten steht diese Ampelkoalition voll auf dem Platz mit einfach Doppelwumms und wenn es sein muss, auch Dreifachwumms. Wir liefern und bringen Monat für Monat, Plenarwoche für Plenarwoche Gesetze durch das Parlament und wir haben eine voll handlungsfähige Bundesregierung. Was ist in diesem turbulenten Jahr nicht schon alles geschehen oder auf dem Weg? Meine Kollegen haben es vorhin angedeutet, die staatliche Rettung von Uniper, das erste Entlastungspaket im ersten Halbjahr mit über 30 Milliarden Euro, die Einigung im Koalitionsausschuss Anfang September mit Entlastung über 65 Milliarden Euro, Direktzahlungen, die Eindämmung der kalten Progression, die große Wohngeldreform, die Anhebung des Grundfreibetrags und vieles mehr. Und jetzt in dieser Woche die entscheidende. Meine Damen und Herren, Sie sehen es in dem kleinen Fenster. Karl Lauterbach und Lothar Wieler, der RKI-Präsident und der Bundesminister, haben hier Platz genommen in der Bundespressekonferenz. Corona ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wenn ich das richtig gelesen habe, haben wir mittlerweile mehr Tote in diesem Herbst als vor einem Jahr. Also nicht zu unterschätzen. Und deswegen wollen wir Ihnen diese Pressekonferenz hier heute Morgen übertragen. Wir kommen dann nachher wieder hierhin zurück in den Deutschen Bundestag.